Ich bin's wieder, euer Rolf. Und diesmal, wie ihr seht, geht es darum, was wir im Straßenverkehr auf der Baustelle überall machen. Und zwar geht es darum, dass wir unseren Kopf schützen. Weil es ist nicht wirklich gesund, wenn man Dinge an den Kopf kriegt. Und beim Boxen ist es nun mal so, wir hauen uns und wir müssen uns nicht, bevor wir in einen Wettkampf gehen, schon beim Sparring oder ähnliches verletzen. So, als erstes haben wir hier mal einen Kopfschutz. Und zwar, das ist ein sogenannter Sparringskopfschutz mit Jochbeinschutz, mit Kindschutz insgesamt. Also ziemlich komplett, den man dementsprechend auch einstellen kann. Gibt es von zig verschiedenen Firmen. Adidas ist jetzt etwas wichtig, aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Bei 20 Euro und geht irgendwo bis nach oben. Ihr wisst ja, es gibt keine Grenzen. Das ist hier einer von Everlast. Ich will jetzt keine Reklame machen, aber seht ihr ja selber. Ein Sparringskopfschutz. So, den setzen wir hier mal auf. Dann sehen wir schon, dass der so ganz gut schützt. Das sieht also nicht schlecht aus, diese ganze Geschichte. Aber da gibt es so ein paar verschiedene Punkte, auf die ihr unbedingt... Und zwar, Punkt 1, achtet darauf, dass dieser Kopfschutz vernünftig sitzt. Besonders hier unten. Wenn ihr nämlich mal den Mund aufmacht und das Kinn hier unten schon rausrutscht, dann ist das nicht das richtige Ding, der passt nicht. Dann solltet ihr darauf achten, dass hier diese Öffnungen an den Ohren auch dementsprechend sind. Das ist eine ganz wichtige Sache. Hier auch, ihr seht da, das passt also an der Seite nicht. Der ist also für mich nicht wirklich ideal. So, wir haben also jetzt gesehen, wichtig ist hier, Ohren müssen passen, Kinn muss eingeschlossen sein, weil wenn es schön einen aufs Kinn gibt, wird das Hirn auch durch die Gegend geschüttelt. Das wollen wir alle nicht. Wir sehen natürlich zu, dass wir den Kopf trotz Kopfschutz wegziehen. Das ist ganz wichtig. Hier an der Seite auch. Hier oben haben wir dann jeweils eine Verstellung, wo wir das so ein bisschen anpassen können, dass das den Kopf ein bisschen besser mit der Form her passt, diese ganze Geschichte. Aber wie gesagt, seht zu, dass ihr da was findet, wie bei Schuhen auch. Das muss passen. Ihr müsst ein gutes Gefühl dabei haben. Und deswegen ist es also so, ich habe hier von verschiedenen Firmen, ob das jetzt Adidas ist, Everlast, dann gibt es L, wie hier, dann gibt es XL. Aber da es so ist, wir sind nicht nur in der Birne unterschiedlich, sondern auch unsere Kopfform ist unterschiedlich. Ich habe schon zig verschiedene Leute gehabt, denen ich einen Kopfschutz besorgt habe. Und muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe Leute gehabt, bei denen braucht man mal 5, 6 Versuche, bis wir das Passende gefunden haben. Deswegen ist meine Empfehlung bei so einer Geschichte, Internet, alles schön und gut. Aber wenn ihr eure Kopfgröße nicht kennt, da gibt es 58, 60 und tralala. Und das da nicht angegeben ist und nur L, XL und alles. Dann ist das sehr zweifelhaft. Geht irgendwo hin in ein Geschäft. Die freuen sich auch. Irgendeinen kleinen Laden, wo es Sportartikel gibt, Boxartikel. Da könnt ihr den anpassen, da könnt ihr sehen, dass der vernünftig passt. Weil wenn der nicht vernünftig passt, seid ihr damit die ganze Zeit nur beschäftigt. Das ist dann auch scheiße. So, also mein Fazit bei der ganzen Geschichte ist, wichtig, einen vernünftigen Kopfschutz zu haben und dann Sparring zu machen. Gerade wenn es Leute sind, die ich nicht kenne und dieses Ding muss vernünftig sitzen, sonst seid ihr ewig am Rüppeln, macht irgendwelche Fehler, weil ihr an euren Kopfschutz denkt. Weil der soll was machen? Der soll die Birne schützen. Damit hier nichts kaputt geht, ich habe 50 Jahre mit Boxen zu tun und kann immer noch fließend reden. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Das war Boxartikel im Tetz. Heute mal Kopfschutz.